Hallo und willkommen bei einem weiteren Video der Python Stuff-Reihe. In diesem Video möchte ich mit euch gerne das Thema Supermethode, die Supermethode Vererbung besprechen. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das sowas schon mal gesehen habt. Wenn ich eine Klasse habe, gehen wir davon aus, Class Space, haben wir irgendwo in der Vererbungshierarchie irgendwann mal so einen Superaufruf, der sowas hier tut. Was es mit dieser Super auf sich hat, möchte ich hier gerne vorstellen. Und zwar versuchen wir mal eine Vererbungshierarchie aufzubauen und definieren wir uns einfach hier mal eine Variable, nennen wir sie mal self-base mit Wert 0. Und ich gebe mal auch aus, dass hier die init arbeitet, indem ich einfach mal base init called aufrufe. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine Variable von Typ base anlege, dann sehen wir auch, dass wir hier die base init called aufgerufen bekommen. Wenn ich jetzt anfange mit Vererbung und sage, ich habe eine Klasse A, das von Base erbt, die auch eine Init hat, logischerweise eigene Variablen demzufolge definiert und mitnimmt, dann möchte ich ja im Prinzip durch die Vererbung ausdrücken, dass ich einmal eine Klasse A habe, die speziell eine Variable A einführt und ich will, weil ich ja von Base erbe, auch hier drin arbeiten und es die Werte initialisiert bekommen und im Prinzip angelegt bekommen. Wenn ich jetzt hier auf die Art arbeite und eine Variable vom Typ A anlege, sehen wir, dass A-Init-Methode gecallt wird, aufgerufen wird, aber nicht die Base, obwohl wir von der Base erben. In Python muss man, ich glaube auch in Java, muss man im Prinzip hier mitteilen, dass man gerne die Init-Funktion der Basisklasse aufgerufen haben möchte. Es gibt eine Möglichkeit, das zu tun, wäre zum Beispiel diese Variante. Ich rufe einfach Base direkt mit der Init auf, gebe mich selbst als Objekt hoch, damit ich als Objekt hier im Prinzip diese Initialisierung genießen darf und ein Attribut an mich gebunden bekomme, das Base heißt mit dem Wert 0. Das heißt, hier kommt dann ein Objekt zurück, der einmal hier durch die Init läuft und diese Bindung erfährt und einmal durch diese Init läuft, durch diesen Aufruf hier. Wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir tatsächlich A-Init called und Base-Init called. So kennen wir Vererbung, so wollen wir Vererbung haben. Das funktioniert auf die Art auch. Problematisch wird es jetzt plötzlich, wenn wir komplexere Strukturen machen. Deutlich wird es bei einer sogenannten Mehrfachvererbung, wie C++ kann auch Python mehrfach beherrscht, auch Python Mehrfachvererbung. Und jetzt tue ich mal Folgendes. Ich erzeuge mir eine Klasse B, das ebenfalls von der Base erbt. Und wir haben jetzt hier ein self B, B init called und Base self B. Und wenn ich jetzt B instanzieren möchte, ein Objekt von B, habe ich das gleiche Spiel wie mit A auch. B init called und Base init called. Funktioniert wunderbar. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, mit einer Klasse C herzugehen, das von A und B erbt, dann haben wir eine sogenannte Diamantvererbung aufgebaut und das ist meistens ziemlich doof. Auch in C++ gibt es da elegante Wege, die Probleme, die ich jetzt versuche zu beschreiben, zu lösen. Mal davon aus, wir haben jetzt diesen Fall und ich tue mal jetzt mal C aufrufen und habe jetzt die Situation, wenn C von A erbt und von B erbt, dann wollen wir ja eigentlich nichts anderes als ein Objekt erzeugen, eine Klasse erzeugen, das eine Spezialisierung von A und B ist. Das heißt, ich will die Variablen von A und B definitiv auch haben. Anders ausgedrückt, ich will deren Init aufrufen. Macht durchaus Sinn. Bei der Mehrfachvererbung ist das durchaus sinnvoll. Nur weil es eine Mehrfachvererbung ist, heißt das nicht, dass das gleichzeitig zu einer Diamantenvererbung kommt. Was ich mit Diamantvererbung meine, ist Folgendes. Ich versuche mal hier in der MS in Paint mal eine Vererbungsstruktur mal optisch aufzuzeichnen. Mehrfachvererbung bedeutet, ich habe hier eine Klasse. Das kann erben von einer Klasse, die hier ist, zum Beispiel Klasse X und Klasse Y, die miteinander nichts zu tun haben. Klasse X und Y haben nichts miteinander zu tun. Klasse X sagt, ich bringe dir die Objekte A, B mit. Y sagt, ich bringe dir X, Z mit. Und in der Summe habe ich dann hier A, B und X, Z. Plus meine eigenen Erweiterungen, zum Beispiel H, I, J. Somit bin ich in einer Klasse, der all diese Attribute besitzt. Durch die Vererbung von X und die Vererbung von Y und meine eigene Spezialisierung.
So viel dazu. Wenn wir aber Mehrfachvererbung anwenden, haben wir die eventuell die Gefahr, dass wir, wenn wir ein bisschen weiter nach oben gucken würden, x, y und hier sind wir, nennen wir uns mal p, dann wissen wir zu diesem Zeitpunkt, wenn wir von beiden Klassen erben, ja gar nicht, wovon sie erben. Es könnte sein, dass der von z erbt, der von h erbt und h von h und z wiederum beide von i erben. Im Prinzip haben wir hier plötzlich einen Circle aufgebaut, einen Kreislauf. Ich mache es noch einfacher. Ich lasse mal x und y direkt erben von einer Basisklasse. Die nennen wir mal Base beispielsweise. Und die erben beide von Base. Jetzt habe ich die Situation, dass x zum Beispiel x mitnimmt, y definiert, p, p definiert, die Base b definiert. Wenn die b jetzt von x erbt, kriege ich hier x mit rein, über x kriege ich Base mit rein, wenn ich den Weg gehe, kriege ich noch y mit rein und nochmal b mit rein. Das ist das Problem, wir haben hier eine Diamantvererbung, das so aussieht, hier sind wir, hier ist x, hier ist y und hier ist Base. Deswegen heißt es Diamantvererbung, weil das hier ganz aussieht wie ein Diamant. Das ist ein Problem in der Programmiersprache, in C++, in Python etc. Weil wir im Prinzip zweimal etwas tun. Das demonstriere ich hier jetzt mal. Wir haben eine Klasse C, das von A und B erbt. Brauche die A-Init und B-Init. Und habe meine eigene Init. Passt. Ich habe die B, ich habe meine eigene Init und die Base. Weil ich halt von Base erbe, muss ich auch die Base-Init aufrufen. A als eine A-Init und erbt von Base. Deswegen muss ich die Base-Init aufrufen. Und die Base wiederum hat nur seine Base-Init. Ich führe das mal aus und wir sehen, dass wenn ich ein Objekt von Typ C erzeuge, das C-Init aufgerufen wird, A-Initialisierung, Base-Initialisierung, B-Initialisierung und nochmal Base-Initialisierung. Wir sehen also hier doppelt Base und das ist das Problem. Es kann zu unschönen Effekten führen. In dem Fall ist es vielleicht weniger problematisch, weil ich zweimal von zwei Wegen eine Self-Base mit einem Null initialisiere. Aber wenn wir eine Datenbank-Connection hier aufgebaut hätten, wäre es doof. Also müssen wir dafür sorgen, dass es irgendwie nur einmal geschieht. Wir Entwickler brauchen da nicht viel zu tun. Da kommt jetzt eine Magie ins Spiel, dass uns dieses Problem selbst behebt. Und zwar mit dem sogenannten New Style Klassen ist die Method Resolution Order eingeführt worden, die dafür sorgt, dass wir Python geht tendenziell erstmal in die Tiefe bei der Vererbungshierarchie. Wir sehen, dass C von A erbt, A von Base erbt. Erstmal wird in die Tiefe gegangen. Und dann parallel hier, erstmal geht bei der Vererbungshierarchie, geht Python erstmal hier in die Tiefe, A von A zur Base. Und dann wird dann wieder die flache Ebene genommen, B, und dann in die Base hinein. Das hat das Problem zur Folge, dass wir im Prinzip hier zweimal in die tiefste Ebene, in der tiefsten Ebene landen. Und da gibt es im Prinzip mit der Method Resolution Order eine Lösung, ein sogenanntes Algorithmus, der uns das Problem aushebelt, eine C3-Algorithmus, der angewendet wird, der glaube ich auch C3-Linearisierungsalgorithmus heißt. Das ist ein Algorithmus, der im Prinzip dafür sorgt, dass wir hier diese doppelte Vererbung bis in die Tiefe vermeiden, indem das im Prinzip anders abläuft und das kann ich im Prinzip dadurch aufgreifen oder diesen Algorithmus nutzen, indem ich mich etwas bediene, der Initialisierung, die hier nicht greift. Was wir machen müssen ist folgendes. Wenn ihr generell Vererbung in Python einsetzt, verzichtet den direkten Aufruf der Init, benutzt dazu einfach die Super-Methode, die erlaubt uns sozusagen den Zugriff in unseren Elternteil, in die Base und dadurch ermöglicht uns super Zugriffe auf die Members von der Elternklasse, in dem Fall Base, und wir wollen ja die Init aufrufen, also können wir über Base die Init aufrufen. Das ist im Prinzip das gleiche, was ich vorhin auch gemacht habe. Vorher habe ich ja Base Init explizit aufgerufen. Hier hat sich nicht viel geändert, nur dass ich super aufrufe, anstatt mit der Klasse selbst zu reden. Und wenn ihr das macht, haben wir hier im Prinzip ein Problem hier gelöst. Hier geben wir es nur einmal an, machen wir wieder weg und haben trotzdem die Situation, dass ich jetzt, wenn ich jetzt
Ein Objekt von Typ C Anleger. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler. Das Self-Objekt brauchen wir nicht mehr mitzugeben. Das ist der Unterschied dann. Das heißt, hier wird das Self-Objekt implizit mit übergeben. Das bleibt uns hier an der Stelle erspart. Und wir sehen jetzt plötzlich eine etwas andere Ausgabe. Und zwar wird die C-Init aufgerufen, dann die A-Init und dann die B-Init und dann erst die Base-Init. Das heißt, wir gehen nicht mehr in die Tiefe wirklich, sondern im Prinzip wird die doppelte Base-Init-Aufruf gespart und wir haben jetzt hier so eine Art eine Breite, in die Breite gehend. Wer sich genauer dafür interessiert, wie das Ganze funktioniert, kann gerne mal nach dem Begriff C3-Algorithmus googeln. MRO, Method Resolution Order. Wer ein bisschen tiefer eingehen möchte, da gibt es noch die Old Style Classes versus New Style Classes. In Python 3 braucht man das nicht mehr zu machen, dass man hier früher muss man auch, um zu explizit zu sagen, dass man die Message Resolution Order und diese Super Geschichte aktivieren möchte, muss man da früher von den in der obersten Klasse von Object erben. All das ist mit Python 3 ein bisschen weggefallen. Wir brauchen also nicht von Object zu erben. Base, alle Klassen in Python erben per Default von Object. Also wer sich da ein bisschen genauer interessiert, das sind die Buzzwords, die hier wichtig sind. Möchte da nicht tiefer drauf eingehen. Es reicht für uns zu wissen, dass wir, wenn wir mit Vererbung generell in Python einwenden, gibt es durchaus den Grund, warum wir es über die Super machen sollten. Was auch obsolet ist und nicht mehr gemacht werden sollte oder was veraltet ist, ist die Tatsache, dass man hier bei Super hier diese Schreibweise benutzt. Auch das ist nicht mehr nötig. Das sieht man auch noch relativ häufig, wo man im Prinzip der Super den eigenen Klassennamen mitgibt, ein Objekt zu seinem Objekt selbst, also zu sich selbst. Das ist auch mittlerweile veraltet bzw. wird so nicht mehr gemacht. Benutzt die Super und auf die Art und Weise habt ihr im Prinzip eine sehr elegante Art und Weise, um mögliche Probleme in der tiefen Suche der Methoden, der Init-Aufrufe zu vermeiden. Also sollte man kennen, sollte man wissen und das war es dann eigentlich auch schon. Wenn man es einmal so gelernt hat, wendet man es immer so an und die Sache hat sich damit erledigt. Ich persönlich neige dazu, ich weiß auch nicht warum, die Super zuerst aufzurufen. Bevor ich also meine Werte initialisiere, möchte ich erstmal gerne die Dinger von dem Elternteil initialisiert bekommen. Aber ob das jetzt wirklich in Python Relevanz hat und wichtig ist, kann, muss auch nicht, muss nicht. Also je nachdem, wenn ich sage, ich möchte erst hier eine Datenbank-Connection aufbauen, bevor ich mit den Datenbankwerten konkret arbeite in meiner Spezialisierung. Es kann wichtig sein, die Order da beizubehalten, dass man erstmal super aufruft. Ich glaube, in Java ist es sogar verpflichtend, dass man erst super Aufruf macht, bevor man hier seine Spezialisierung macht in seinem Konstruktor. Aber ja, ich halte mich einfach daran, dass ich zuerst mal die super aufrufe und dann passt das schon. Und hier sehen wir plötzlich auch einen anderen Weg. Wir sehen, dass erst die Base-Init callt, dann B, dann A und dann C. Liegt einfach daran, dass ich hier die Hierarchie hochgehe und sage, bevor meine C callt aufgerufen wird, rufe ich die Super auf. Die Super wäre in dem Fall A, entscheidet sich also im Prinzip erstmal für den A-Teil und ignoriert den B-Teil. Warum? Weil A und B beide von Base erben, benötige ich im Prinzip, beziehungsweise ich erbe umgekehrt. Hier sehen wir, dass wir erstmal über die, genau, wir gehen erstmal in die Tiefe bis zur Ebene, wo wir eine gemeinsame Basis haben, von dem wir erben. Und dann gehen wir wieder in die Breite. Also im Prinzip kann man sich da echt sehr tief eintauchen in das Thema. Und allein den Algorithmus mal zu verstehen, ist auch sehr interessant. Aber soll nicht Thema dieses Videos sein. Ich möchte hier einfach nur zeigen, dass wir im Prinzip in der Vererbungstiefe, in der Vererbungsebene ganz anderes Verfahren plötzlich haben, dadurch, dass wir einfach super aufrufen. Eine Methode, die durchaus wichtig ist. Die bekommt, wie gesagt, keine Argumente. Init natürlich kriegt Argumente, wenn ihr sagt, ich habe hier das Objekt C, das soll hier im Prinzip einen Wert bekommen, zum Beispiel die 42. Die 42 soll aber nicht dieser Wert sein,
Und ich möchte zum Beispiel als Base erwarte ich immer hier ein Masterwert. Und mein Base ist mein Master. Dann muss ich natürlich den Wert, das Base hier erwartet, bis nach oben hin durchreichen. Das heißt, C muss den Wert entgegennehmen können. Hier habe ich zum Beispiel mein Value Master. Mein Master muss ich weiter hochreichen zur Superklasse. Das wäre A oder B. In dem Fall müssen es beide annehmen, weil beide ja auch von Master, von Base erben, müssen sie beide in der Lage sein, an ihm einen Wert zu übergeben. Master, Master. Und da haben wir im Prinzip geschafft, einen Wert von unten komplett nach oben durchzureichen, sodass die Initialisierung funktioniert und ich dann tatsächlich meinen Wert für meine Base initialisiert habe. Das ist im Prinzip, dass man aus den Konstruktoren in anderen Programmiersprachen auch kennt. Wenn ich versuche, von der untersten Klasse einen Wert bis zur Elternklasse mit hochzugeben, muss ich dann natürlich auch die durch die ganzen Konstruktoren hochreichern. Wer die Message Resolution Order genau sehen möchte, kann auch im Prinzip diese Reihenfolge, die ich hier mit Print ausgegeben habe, können wir uns eigentlich sparen. Wir können die auch anders betrachten. Wir können auch sagen, ich gebe mal einfach mal Print die Resolution Order von C aus. Wenn ich das mal ausgebe, sehen wir auch hier, wie die Method Resolution Order arbeitet. Wir haben hier die Basisklasse C, wir haben die Subklasse C, die dann im Prinzip über die Reihenfolge, die MRO ist nichts anderes als eine Liste der Vererbungsreihenfolgen durch die Message, durch die, durch den, der durch den C3-Algorithmus zu entstanden ist. Und die Reihenfolge sieht so aus, dass ich als Klasse erstmal in die A springe, dann in die B springe, dann in die Base und wie ihr sehen könnt, alles erbt von Object, dann final in die Object-Klasse. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier A und B tauschen würde, dann würden wir hier statt A und B natürlich erst B und A zu sehen bekommen. Da seht ihr, dass die Reihenfolge auch hier doch auch entscheidend dafür ist, wo er zuerst hier reingeht und wo er dann auch aufhört mit der Basisklasse. Wir sehen, dass beide hier, da beide hier von der Basisklasse erben, weiß Python durch diesen Algorithmus auch, den Python verwendet, den C3-Linearisierungsalgorithmus, dass im Prinzip die Base nur einmal aufgerufen werden soll und final dann auch einmal die Object-Klasse. Das ist die Reihenfolge im Prinzip der MO hier. Können uns erfragen können. Das geht ein bisschen tief rein, ich weiß, aber wichtig ist, dass es einfach, dass ihr es mal gehört und gesehen habt. Was ihr letzten Endes euch wissen und merken müsst, ist, wenn ihr Vererbung macht, unabhängig, ob ihr mehrfach Vererbung oder einfach simple einfach Vererbung macht, wenn ihr vererbt, bitte sorgt dafür, dass die Superinit aufgerufen wird, weil die Basisklasse, die Elternklasse muss sich um die Initialisierung kümmern, nicht die Unterklasse. Und zweitens verwendet lieber Super statt direkt die Init aufzurufen. Das erspart euch für die Zukunft eventuelle unschöne Nebeneffekte. Das wäre es dazu. Wichtiges Thema, das man einfach mal gehört haben sollte. Ab dem Zeitpunkt einfach anwenden und die Sache ist hoffentlich alles paletti. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön fürs dabei sein und viel Erfolg. Bis dahin. Ciao.